Und bitte. Buongiorno, mi chiamo Ashley. Mein Freund sagt immer, ich bin wirklich flexibel wie ein Stock, muss immer alles super, super, super planen. Pour moi, il n'y a rien qui est plus important que la musique. Wenn schon eine Sache sich verändert in meinem Plan, bin ich komplett aufgeschmissen. Mit diesem Ghetto Blaster kann man einfach nichts falsch machen. Und der erste Take war sehr, sehr schlecht in meinen Augen. Ich würde dich gerne ein bisschen mehr mögen wollen als Zuschauer. Da ist kein Lächeln irgendwie auf deinen Lippen. Okay, ich glaube, sympathisch ist das Wort. Du kommst mir nicht sympathisch rüber. Es ist ein Job, den die Mädchen ausüben wollen. Und für Werbespots gibt es auch gutes Geld. Deswegen wollen wir natürlich auch Werbespots machen als Model. Ich werde, denke ich, jetzt mal einfach ein anderes Konzept anwenden, komplett improvisieren und einfach darauf achten, dass ich einen Ghetto Blaster verkaufe und gleichzeitig dabei damit natürlich super, super sympathisch bin. Achtung! Bitte! Ich sitze hier, alles ist toll, toller Pool und trotzdem fehlt irgendwie irgendwas. Da komme ich mit dem Ghetto Blaster. Es gibt nichts Besseres derzeit. Ist ein bisschen einfallslos im Text, ne? Den Ghetto Blaster kann ich überall mitnehmen. Überall. Das heißt, ich kann ihn auch zum Waschsalon mitnehmen. Wenn es eine Klamotte ist, okay, ich stelle mich in das Licht und dann mache ich das so, dass die Klamotte einfach cool aussieht. Aber wenn ich jetzt in dem Fall so einen Ghetto Blaster anpreisen muss, ich finde das mega schwierig. Und ich bin fertig. Danke. Der Text war nicht so wirklich prickelnd, ne? Das war nichts Lustiges. Es blieb auf einem Level, ne? Ja. Durchgehend. Es war cool, es war freundlicher, es war sympathischer, aber es war kein super Twist dabei oder sowas. Ne? Ich denke, das ist die erste Kritik, die wirklich, wirklich nicht gut war. Und das ist ein bisschen wie, als würde man seine Mutter enttäuschen. Und dann hatte ich auch ein großes Enttäuschungsgefühl. Okay. Sie kommt mir nicht so nervös vor. Überhaupt nicht, ne? Mit dem Super Stretch Pro trainierst du deinen Bauch, deine Beine und natürlich auch deinen Po. Ja, also mir ist natürlich heute besonders wichtig, dass ich jetzt endlich mal aus mir rauskomme und noch selbstbewusster bin, als ich mich schon fühle. Hoch und runter. In alle Richtungen. Ich kann mich auch vor ganz Deutschland zum Deppen machen und trotzdem Spaß haben. Die Daumen sind beide oben. Dankeschön. Danke dir. Ich freue mich natürlich auch über das Lob, weil sonst habe ich immer so, meinten die, dass ich nicht so selbstbewusst bin. Und jetzt freue ich mich natürlich über den Lob. Was geht los? Das neue Lantier Vollwaschmittel macht nur deine Wäsche strahlend weiß. Ach stimmt, du kannst ja so tun, als ob das Gewichte wären. Wir feiern das. 5 Bänder sind hier. Und nur mit diesen 5 Bändern kannst du deinen ganzen Körper trainieren. Echt? Diese 5 Bänder? Die machen meinen ganzen Körper toll? Sogar im Urlaub kannst du dieses Band mitnehmen. Ich hab's dir abgekauft. Ja? Wer will's haben? Man muss sich das einfach vorstellen, sich da reinsteigern und das einfach mal machen und verkaufen. Und dann haben wir ihr das auch abgekauft. Hörst du das auch? Mit der neuen Box von Shark mit der neuesten Technik. Sehr monoton. Easy zum Mitnehmen und immer dabei. Es geht weiter, es geht weiter. Mach weiter einfach. Eigentlich fällt mir das gar nicht so schwer. Ich glaube, das war jetzt wirklich, weil ich mich so ein bisschen versteift habe, einfach in meinem Kopf. Sehr aufgesagt hat sich das angehört. Sehr so staccatisch, so vom Klang her. Du könntest auch ein bisschen freundlicher sein, finde ich. Ne? Also ein kleines bisschen nahbarer. Weil im Moment als Zuschauer weiß ich nicht, ob ich dich unbedingt mag. Klar, die Kritik ist hart, die versuche ich jetzt umzusetzen. Ich habe mit was anderem gerechnet, habe das wirklich strikt einstudiert und dachte, ich muss es jetzt einfach nur so runterrattern. Jetzt ist es natürlich ganz anders gekommen. Bitte. Hörst du das auch? Der neue Ghetto Blaster von Shark. Mit bester Leistung. Bringt neuen Schwung in die Bude. Ist sie immer so, dass sie so ein bisschen langsamer und so ein bisschen... Ja, träge. Lustlos ist es immer so, ne? Mega gut handelbar und immer am Start. Mega gut handelbar, super leicht und super easy zum Tragen. Dankeschön. Zu Hause.
Ja. Du hast es auf jeden Fall noch mal versucht. Das ist einfach echt schläfrig, das Ganze. Danke, Janelle. Danke auch. Danke dir. Wer bucht dann an so ein Mädchen, wenn nicht so der Funke überspringt? Die ganze Zeit immer Kopf, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann komme ich dann eher so eine Minute. Ich so. Ich stand da, ich habe die ganze Zeit dasselbe gesagt, immer nicht. Die meinen halt, war kacke. So, ne? Ich habe natürlich alles gegeben, aber ich glaube, wenn sowas einem einfach nicht so gut liegt, dann ist es echt schwer. Liliana will es heute allen zeigen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit geübt, 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 geübt. Und ich freue mich, das gleich alles, was ich geübt habe, bis jetzt vorne zu zeigen vor Heidi. Was verkaufst du uns denn heute? Was hast du mitgebracht? Das ist der Yeye Stretcher. Was ist das? Der Yeye Stretcher. Der Yeye Stretcher? Ja. Und bitte. Bist du müde davon, Tag und Nacht im Fitnessstudio zu sein und all das ohne Ergebnis zu sehen? No problem. Dann habe ich eine Lösung für dich. I present to you the Yeye Stretcher von der neuen Maxwell's Collection. Und dann sehe ich nur noch von der Ecke, wie Waschmaschine reinkommt. Und ich sage mir so, weißt du was, ich kann diese Sachen benutzen. Yeye Stretcher ist super flexibel. Der Yeye Stretcher ist so anders. Egal, wo du hingehst, kannst du den Yeye Stretcher benutzen. Haha, Yeye. Hast du dir wehgetan? Geht's? No, it's okay. Oh Gott. Das ist richtig hart gegen ihr Gesicht geknallt. Das hab ich gar nicht gesehen. Doch, war so, guck so. Das war so Gesicht. Ich bin total geflasht von der Performance. Es war richtig gut. Dankeschön. Und du hast echt jetzt die Möglichkeit, die Beste heute werden zu können. Denn im Moment sehe ich dich so, als würdest du das sein können. Ich dachte mir so, okay, jetzt geht es um all or nothing. Jetzt muss ich Heidi das jetzt beweisen. Sie wird das hinkriegen. Sie macht das schon echt gut. Ja. Ja. Und bitte. Bist du schon müde, Tag und Nacht im Fitnessstudio zu sein und keine Ergebnisse zu sehen? Denn say no more, da ich die Lösung für dich habe. Das ist die Yeye Stretcher von der Maxwell's Collection. Normalerweise ist sie schon überfordert mit vielen unserer Aufgaben. Deswegen habe ich gedacht, das wird sie jetzt nicht meistern können. Und ich bin total, also, baff. Beine trainieren. Man kann damit, egal wo man hingeht, kann man die Yeye Stretcher benutzen. Ob es beim Laundry Room ist. Yay! Egal, wo man hingeht, man kann die Arme trainieren. Ob es die Schulter, man kann sogar das Booty trainieren. Es schaut ja gerade sehr, sehr gut aus bei ihr. Also ich glaube, Heidi findet es auch ganz gut. Und Dankeschön. Thank you. Also ich fand's richtig gut. Du, ich muss dir mal einen ganz kleinen Applaus geben, meine Süße. Also es kommen mir noch welche. Also ich fand dich richtig gut. Danke sehr. Denn du hast die ganze Zeit weitergemacht. Das war keine komische Pause drin, wo du geguckt hast, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern du hast immer weiter und weiter gebabbelt und erzählt und gelacht und gepostet und gemacht. Also ich fand's sehr gut. Ich freue mich richtig für dich. Dankeschön. Ich wollte das hören. Das war mein Ziel heute. Und ich bin so dankbar, dass es geklappt hat. Also ich will den Yeye Stretcher jetzt kaufen. Thank you, I'll sell it to you for free. Ja, ich bin die Beste. Oh mein Gott. Habt ihr schon das neue Lantier, das reine Lantier gesehen? Perfekt für jede Wäsche. Natürlich war das auf jeden Fall einen Schwierigkeitsgrad höher, dass wir nur einen Versuch wirklich hatten. Ich mache liebend gern Sport, während ich den Bass richtig fühle, der hier aus diesen wundervollen Stereo-Speakern rauskommt. Wer geht nicht gern ins Gym? Aber wer ins Gym will, braucht auch Musik. Deswegen, woo! Und eins. Und zwei. Ein paar sehr schöne Sachen dabei. Guck mal. Dankeschön. Danke dir. Und das alles? Nicht nur irgendwo, sondern alles im Stehen, Sitzen
oder liegen. Dankeschön. Ich fand's gut. Aber du bist nicht happy mit dir, ich sehe dir das an. Nein, ich kann erst Deutsch sprechen seit 5 Jahren und deswegen, wenn ich schnell rede, kommt das zu grammatikalischen Fehler und dann sage ich Sachen, die ich nicht wirklich so sagen möchte. Das ist natürlich auch schwerer, wenn ich spontan rede über Sachen, weil mein Denkprozess ist natürlich langsamer als zum Beispiel jemand, der in Deutschland geboren ist. Ich spreche jetzt Deutsch seit ein paar Jahren länger und bei mir ist es ähnlich. Also deswegen, du machst es schon richtig gut. Mach dir da mal keinen Kopf. Dankeschön. War es vielleicht heute nicht ganz die beste heute, aber das war schon richtig gut. Also ich glaube, das könnte mir heute echt liegen, weil ich mich eigentlich ziemlich gut artikulieren kann und auch so ein bisschen Witz bei der Sache ist, glaube ich, heute auch wichtig, dass man es halt auch einfach gut präsentieren kann und ich glaube, es kann ganz gut laufen heute für mich. Achtung! Und bitte! Wieder mal nicht aufgepasst und die weiße Weste beschmutzt? Nicht verzagen. Lantil fragen. Das Waschen einfach. Und schauen Sie, schon sind Sie in einer neuen Welt. Ich fand so, die Basis war gut, aber du kannst noch mehr Gas geben. Ich finde, du solltest auch ein kleines bisschen mehr mit der Kamera spielen. Ein bisschen mehr spielen einfach. Ne? Du hast so ein tolles Lächeln wie jetzt gerade. Schenk denen das und mach es wirklich echt, nicht nur so andeutungsweise. Okay. Okay. Ja? Dann alles auf Anfang, würde ich sagen. Ja, heavy. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so schwer fällt. Ich hätte eigentlich gedacht, das wird mein Shooting, weil ich sowas super gut kann. Und dann stehe ich da und ich dachte mir so, Mensch, Mareike, kannst du überhaupt was? Und bitte. Mal wieder nicht aufgepasst und die weiße Weste beschmutzt? Nicht verzagen, Lantil fragen. Leute, mir fehlen echt selten die Worte. Aber an diesem Tag und bei diesem Shooting haben mir die Worte gefehlt. Egal ob in Gym starke Flecken oder auch nur leichte Flecken. Egal, Lantil kann alles. Schwacher Mittelteil, ne? Boah, es kann jetzt nicht sein, ne? Du laberst immer so viel große Klappe und jetzt kommt nichts raus. Lantil, Lantil, Lantil und davon ganz schön viel. Dankeschön. Ich glaube, du hättest mehr machen können noch, ja, ne? Ja, du hättest dich mehr trauen können. Ja, ich danke dir. Mal wieder verkackt, obwohl das eigentlich hätte so meins werden sollen, weil ich es echt gefühlt hat und ja, vorher auch eigentlich mich so richtig gut drauf vorbereitet hatte. Und ich dachte mir so, boah, was für eine Niete heute. Einfach nur mies. Ich habe mir halt gedacht, ja, willst du jetzt hier bleiben oder nicht? Halt, beiß halt den sauren Apfel und mach das jetzt einfach. I want some hard stuff. Oh, ich möchte wirklich some hard stuff. Aber kennst du das nicht auch? Du bist draußen am Pool, möchtest gerne Musik hören, aber hast nur noch deine verkratzten Vinylplatten dabei. Keine Sorge, denn GF8585 von Shark bietet Abhilfe. Kam mir schon ein bisschen dumm vor. Keine Pause, redet einfach durch. Das mag sie auch. Wir sind in den 80ern. Wir brauchen auch ein bisschen Spaß bei der Hausarbeit. Wow! Mega! Sehr schön. Da könnt ihr euch mal die Nase platt drücken an der Scheibe, Mädels. Mit Lantil geht alles wieder raus und zwar mit einer Wäsche. Sie hat wirklich auch geleuchtet und ich glaube, das ist das, was mir bei vielen auch heute gefehlt hat. Keine Sorge haben, dass das Eis auf das Handtuch kleckert oder auf den neuen Badeanzug, den ich mir gekauft habe, weil Lantil macht ja wieder sauber mit einer Wäsche. Und du brauchst nicht mal irgendwas einbürsten, weil Lantil ist alles in einem. Nie wieder Angst vor Flecken, egal wo du bist. Dankeschön. Oh, mega. Ja, so Alex und sie die Beste heute. Voll. Ich wollte ja immer auf die Beste sein und jetzt bin ich's. Ach, sie verkaufen uns heute das schöne Lantil-Waschpulver. Was denn sonst? Oh, ist dein Wäschekorb auch immer voll und hast du auch die Flecken satt? Ich habe eine Lösung. Das reine Lantil bringt Sauberkeit ins Spiel. Aber das Gute ist ja, dass ich eigentlich eher so spontan bin.
Und deshalb ist mir auch direkt irgendwas eingefallen. Und noch ein Geheimnis. Ich benutze immer Lantil. Und du? Dankeschön. Mega. On point. Super. Danke. Dasha auch heute einer der Besten. Danke. Na, wie war's? Hallo. Heidi hat gesagt, ich war einer der Besten.